Hallo und willkommen zurück zu Grounded. So, ihr wisst ja, das letzte Mal waren wir in der Hecke und haben den Chip dort erbeutet, den Heckenchip, den Dschungeltempel. Und den würde ich jetzt gerne zurückbringen zum Bürgel und hoffen, dass wir eine richtige Quest bekommen. Und zwar hätte ich gerne eine Unterwasser-Quest, Aquarium oder versunkener Schatz, am besten beides. Und dann würde ich mir, wenn es plus 1 ist, würde ich es trotzdem machen, aber ich würde es mir eben aufheben, bis wir dann den anderen auch noch haben, damit wir die Punkte bekommen. Ich würde es nicht gerne ohne die Punkte machen, denn die, wie gesagt, momentan brauchen wir hier für alles richtig viel. Wir müssen immer richtig viel freischalten und deswegen würde ich es gerne so machen. Okay, dann schauen wir als erstes mal. So, 2000 Punkte haben wir bekommen, wunderbar. So, und da würde ich sagen, wir schauen mal, was es gibt. Versunkener Schatz, sehr gut. Und Rechensteinanhöhe, diesen möchte ich nicht, aber den nehmen wir. Und dann würde ich sagen, wir machen los. Ich mache mal hier eine Fackel an. Und wir holen uns hier noch so ein paar Schleimstängel hier, so ein paar von denen. Und ich brauche nämlich noch 10 Stück irgendwie. Aber ich glaube, mir fehlt noch was anderes. Aber da können wir zumindest eine Fackel auf jeden Fall, eine Unterwasserfackel auf jeden Fall machen. Und dann machen wir uns eben so noch so ein paar Schleimpilzfackeln hier, solche Notfackeln nenne ich es mal. Ja, ich habe nämlich eine neue Tastatur und neue Maus. Die habe ich schon ziemlich lange. Ich habe sie nur noch nie ausgepackt, weil, ja, wie soll ich sagen? Ich habe jetzt genau das Problem, dass die Tastatur und die Maus extrem klein ist, leise ist, etc. Eigentlich habe ich mir es gekauft wegen leise, dass man nicht immer das Geklicke und so hört. Das Problem ist allerdings, die Tastatur ist ziemlich klein von den Tasten her und ich habe... Muss mich erst dran gewöhnen. Ich habe ein bisschen zu tun, da die richtigen Tasten zu finden. Und deswegen kann es vielleicht im Kampf etwas gerade ungünstig werden, da wir ausgerechnet dieses Quest heute machen. Bevor ich mich vielleicht dran gewöhnt habe. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es läuft. Auf alle Fälle werden wir jetzt hier ein paar Sachen noch bauen. Und zwar fangen wir als erstes an mit der mit dem Blasenhelm. So, den haben wir schon mal. Dann würde ich die mittlere Koi-Panzerung machen. Wunderbar. Und die Flipflossen, die brauchen wir auch noch. So, dann halt, dann brauchen wir noch eine Lampe. Ich will so eine Unterwasserlampe mitnehmen. Wir werden da nicht viel machen können. Ich denke mal bloß eine, jawohl. Hm, schade, da fehlt uns der Wachs. Aber eine ist besser als keine. Und ich mache noch so ein paar Schleimpilzfackeln. Dann nehmen wir von dem noch ein paar mit. Schauen wir mal. So, das soll es erstmal gewesen sein. Dann würde ich hier das hier so hin tun. Wo sind sie? Hier. Und alles andere würde ich gerne auswerfen. So, das kommt hier hin. Das kommt dahin. Dann hauen wir das nämlich mal hier davor hin. Und ich würde es auch gleich wechseln. So, wunderbar. Und dann ist das nämlich eine Sache hier. Okay, dann haben wir das. Brauche ich die? Könnte man vielleicht mal mitnehmen. Auf alle Fälle möchte ich das hier mitnehmen. Und das kommt alles hier runter. So, ja, das können wir gleich mal essen hier. Sehr gut. Und jetzt muss ich schauen. Ich nehme, welche sind hier fast verdorben? Die hier. Davon nehme ich was mit. Ich nehme nochmal Verbände mit. Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Und ich mache mir noch ein paar Rezepte hier. Man kann nie wissen. So. Dann sind wir da schon mal versorgt. Wir haben 60 Pfeile, wir haben den Bogen. Müssen wir davon noch was reparieren? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich nehme das mal mit. Was brauche ich noch? Ich brauche das Messer. Und die Schaufel werde ich noch mitnehmen. Wenn ich sie finde. Da ist sie. Müssen wir reparieren. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Nur sollten wir sie brauchen, haben wir sie dabei. Und dann ist das auch okay. Natürlich ist das jetzt alles Zeit, die uns flöten geht, ne, wenn wir das alles hier machen wollen. Aber es lässt sich nochmal nicht ändern. Den repariere ich noch. Was braucht der? Können wir auch reparieren. Ja. Ja, ich weiß nicht. Wir reparieren das mal. Mir ist es lieber, wir haben das repariert, anstatt man da unten dann dastehen. Wie blöd. So, wir haben das alles. Das sollte auch passen. Wir haben was zu essen. Ich will noch was zu trinken mitnehmen. Dann nehmen wir noch einen 5er davon mit. Und dann sollte es eigentlich passen, denke ich. Ja. Ich glaube, so machen wir es. Okay. Dann trinken wir hier noch was. Und dann sind wir eigentlich gut versorgt und machen los. Es ist jetzt schon um 9.
Das ist natürlich nicht so schön, aber nicht zu ändern. So, da holen wir uns den versunkenen Schatz. Der versunkene Schatz ist die Kiste und der Schlüssel ist bei den Spinnen in der Höhle. Wir müssen, davor würde ich aber den Aquarium-Chip trotzdem machen. Und wenn wir das dann einlösen, müssen wir halt dann sehen, wie wir kommen. So. Und ich gehe gleich ab in die Tiefe hier. Damit wir gar nicht groß irgendwo, irgendwie vielleicht anecken. Ja, wenn uns was scoutet, müssen wir es abhängen. Wir haben ja die Flossen dabei. Und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja, bis jetzt hat es gut funktioniert. An den ersten Spinnen sind wir vorbei. Hier ist die Blase. Jawohl, da sind wir voll und dann geht's los. Ja, diese kleinen Fackeln sind natürlich... Ich hoffe, ihr seht trotzdem was. Ich werde die mal hier ausrüsten. Aber die sind hier für hier unten relativ bescheiden. Na, vielleicht bringt's was. Auf alle Fälle im Labor wird es dann auf alle Fälle besser. Na, das auf jeden Fall. Ja, ansonsten... ich würde das hier an einem Stück jetzt durchziehen. Das wird also wahrscheinlich eine längere Folge. Aber dann ist das ein für alle Mal erledigt. Und wir müssen dann schauen, wie wir das mit dem Chip dann vereinbaren. Ja. Da geht's rein. Da leuchtet es auch. Gibt es schöne Forschung. Da hinten bei dem Ventilator müssen wir dann rechts runter in die Höhle. Das ist eigentlich unser Haupt. Ja, unser Hauptquest eigentlich, was wir haben. Aber ich würde, wie gesagt, das andere gleich mitmachen. Und ich hoffe, wir kriegen das dann noch irgendwie, irgendwann. Ach halt, warte mal, gab es hier nicht die guten Lampen? Na eben. Nehmen wir mit hier. Und das ist eigentlich auch was zu mitnehmen, ne? Ich muss zwar hier 20 Mal rein und raus, aber ich würde es trotzdem mitnehmen. So, das brauche ich nicht. Das kann ich mir auch besorgen. Das brauche ich nicht, das wäre was zu essen. Ist das schönes Quarzit, ne? Aber das kann ich zur Not mir auch eigentlich besorgen. Was ist das? Oh, das ist eigentlich was Schönes. Und das Bärenleder. Haha, lustig. Es wäre eigentlich mal die Frage, ob das nachspawnt. Ich habe das nie wieder besucht hier, ob das nachspawnt. Das wäre eigentlich mal so eine Sache. Gut. Okay, also. Da haben wir erstmal das hier. Dann haben wir hier den Kollegen. Und ich muss mal kurz die Waffen ein bisschen ummodeln. Denn wir haben hier... haben wir hier eine Forschungsstation? Also hier gerade nicht, ne? Hm. Okay, dann mach mal die 5. Das war zwar ein bisschen knapp, aber es hat gereicht. Der ist nicht ganz so ohne, glaube ich. Deswegen habe ich das mal auf die Art gelöst. So, wie sieht es hier aus? Hier können wir was bauen an der Werkbank. Brauchen wir nicht. Hier können wir was aufnehmen. Das möchte ich aber auch nicht. So, einmal hier. Und, na komm hier. Und das. Jawohl. Dann haben wir das zumindest schon mal eingenommen. Gut, hier ist noch ein Pfeil. Sehr gut. Und ja, okay. Da kommen wir nicht rein. Wie gesagt, wir müssen jetzt unten die Stromsachen zuschalten. Ne? Das ist jetzt unsere Prämisse. Okay, dann würde ich sagen, es geht los. Ja, wir haben drei Knöpfe, die wir drehen müssen. Der eine davon ist nicht ganz so ohne. Der ist in so einem komischen Labor drin. Ne? Das ist nämlich gleich der hier vorne. Ja? Der ist nicht unbedingt so einfach vielleicht. Dann haben wir einen, wo Spinnen sind. Aber wie gesagt, kriegen wir alles hin. So, hier müssen wir uns ein bisschen links halten. Hier ist ein bisschen Strömung. Aber das geht.
Oder auch nie. Jetzt, ja. Hammerhart. So, und jetzt müsste es hier rechts sein. Jawohl. Und mit E einmal gedrückt, einmal aktiviert. Da rechts war nichts. Und jetzt kommen wir eigentlich relativ schnell hier raus durch die Strömung. Und ich würde aber trotzdem erstmal zurück, weil, wie gesagt, wir haben zwar noch 99 Sekunden, aber erstmal neue Luft tanken und dann können wir die anderen in Ruhe machen, ne? Da müssen wir uns keinen Stress machen. So. Sind die schon alle unsere Fackeln? Okay. Ja, sieht so aus, als ob die schon alle wären. Na gut, dann ist das so. Okay, ich werde trotzdem mal was trinken hier. So, wunderbar. Und ich würde, auch wenn wir es nicht so wollen, aber die sind eigentlich doch hier nicht so schlecht. Das sind Stängel. Nee, Stängel sind blöd. Ja doch, nehmen wir es so. Alles klar. Wunderbar. So soll das passen. Ja, wie gesagt, bei dem einen jetzt hier an dem Holz da drüben, da werden die Spinnen irgendwo rumoxidieren. Müssen wir mal schauen, ob wir hier gut durchkommen. Ja. Da hauen wir einfach ab. Die lassen wir Ruhe. So, wo ist der andere? Der ist dort. Und der ist dort. Ja, kriegen wir auf alle Fälle hin. Zeit her passt. Seht ihr, einen kleinen Anstoß haben wir auch bekommen. Wunderbar. So, und damit ist das freigeschaltet. Dann geht es zurück zum Labor. Sehr schön. Ja, ich würde mal ganz kurz die Fackel wechseln hier, dass ihr da was seht. So, wunderbar. Ja, ich nehme noch mal eine von den mit hier. So. Na. Willst du nicht? Ich will nicht. Wenn ich die so mitnehme, wie viel kann ich denn da machen? Wir werden das gleich mal ausprobieren. Ja, tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen dunkel ist, aber ich muss das mal ganz kurz testen. Ich weiß nämlich nicht mehr, ich glaube, wir brauchen noch die anderen dazu, ne? Ja, das haben wir alles nicht. Okay. Nee, gut. Dann fliegt es raus, dann ist das so. Gut, und die tue ich rein. Und ja. Strom haben wir erstmal. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt eigentlich nur hier reingegangen wegen den Fackeln, aber wir hätten gleich woanders hingekonnt. Ist auch nicht das Problem. Wie gesagt, wir sind sowieso. Oh, ich sehe gerade was. Was ist denn das? Wasserspinnenbrocken. Wow. Und das sind hier die. Die sind eigentlich wertvoll. Also die sind wirklich wertvoll. Da brauche ich, ganz ehrlich, das Bärenleder kann ich mir besorgen. Ich esse mal was. Also die sind. Ja, ich sage jetzt mal nicht, dass wir die nicht an die rankämen, aber die sind besser. So, jetzt muss ich hier hin und hier hin. Komm hier. Hammerhart. Da ist manchmal die andere Ansicht besser, ne? Aber ich mag die nicht wirklich. So. Einmal links rum und dann ist ja hier irgendwo die Luke jetzt offen, genau. Teichlabor. Wunderbar. Und schwuppdiwupps sind wir da. So, was zum Forschen haben wir hier nicht. Ich nehme mal die Keule. Ne, ich mache das mal so. Und wir schauen mal hier rein. Das müsste jetzt ja. Ne, das ist. Das wollen wir da nicht hin. Das ist nicht offen. Das war jetzt hier, wo wir waren, genau. Ja, das ist jetzt der Durchgang dafür. Müssen wir hier noch irgendwas drücken? Ja, warum das jetzt nicht offen ist, weiß ich nicht. Dann gehen wir einfach dahin, wo es offen ist.
Da gibt es hier erstmal Forschungspunkte, das ist schön. So. Aha, aha. Okay. So, was liegt hier Schönes? Wir nehmen es einfach mit. Das sind einfach so Hinweise. Brauchen tun wir das jetzt nicht unbedingt wirklich. Deswegen. Und ich nehme mal die Fackel, weil die einfach hier vielleicht dafür besser geeignet ist. Und außerdem haben wir dann wieder einen Platz frei. So, hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ne? Hier ging es nicht rein. Ne? Hier weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, hier müssten jetzt wieder Feinde kommen. Okay. Ja, da können wir die Fackel wieder wechseln. Hammer. Ja. Und dann geht's unter Wasser. War das hier nicht auch mit Spinnen oder so? Ich mag das nicht. Mag das nicht. Ich muss mal hier in die U-Ansicht gehen, damit ich das hier besser sehe, wo wir hier hin müssen. Von da sind wir gekommen. Dann geht es hier irgendwo hier durch. Ja, hier war auch mit Spinnen. Ach, ich das liebe. Ja, wenn du hier hängen bleibst, war es das, ne? Oh wow. So, ich hoffe, wir konnten alles aufnehmen an Teilen. Sieht nicht so aus, als ob wir irgendwas aufgenommen hätten, oder? Hat die keine Spinnenteile gebracht? Hammerhart. Warum bringt denn die nichts? Spinnenweben brauche ich nicht, die fliegen raus. Gut, dann sollte der Weg jetzt frei sein. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier unten und ich weiß den Weg auch nicht mehr. Deswegen... Ja, hier war es lang, genau. Ja, da wären wir vorbei gewesen, aber ich weiß es nicht, ob wir einen Brocken bekommen haben oder nicht. Auf alle Fälle haben wir jetzt die auf alle Fälle besiegt. Also mit dem Messer geht es, aber mit diesen Knochenmessern geht es besser. Definitiv. Mit denen geht es besser. So, das nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir auch mit. Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Okay. Finally, my genius is recognized. My omnipotent minders have requested a demonstration of the spacer. Ah ja, hier sind wir. Okay. I do wonder how they even found out about. Achso, hier waren wir gerade, ne? Ja, wieder die falsche Lampe. Ja, ich will die Lampen ein bisschen sparen, deswegen nehme ich jetzt die. Ja. Oh wow. Oh, da stand er noch. Hilfe. So, da haben wir schon mal drei. Weiß nicht, ob das noch mehr sind. Einer noch. Oh, wow. Lauf, 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 lauf. Warte mal, für den brauche ich vielleicht wieder einen Bogen. Wo hab ich denn den? Ja. Das war's schon. Sehr gut.
Ja, ich möchte trotzdem nichts riskieren hier. Kein Bock. Was ist denn das hier? War das das Labor? Okay. Und das andere ist jetzt auch offen, ne? Hier waren wir ja gewesen. Das war das Nebenlabor, genau. Und hier... Ah ja, hier waren die Roboter wahrscheinlich drin. Ah ja, okay. Was auch immer. Gut, dann geht's weiter. Ja, also mit dem Dolch, den wir gefunden haben, ist es schon möglich, sich gegen die Spinnen da zu erwehren. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so prickelnd unbedingt. So, kommt mal hier hin. Das kommt mal dahin. Das kommt mal dahin. Dass ich das immer so ordnen muss. Vorsprung. So, ich guck mal hier wegen Trinken. Ja. Wunderbar. Ja, und das können wir vielleicht auch essen. Dann ist es weg. Wir haben noch die Schokoladendinger zur Not. So. Tut mir leid, dass es dunkel war, aber ich muss die gute Keule nehmen. So, und das rüsten wir gleich mal aus hier, wenn wir schon da sind. Untiefen machen wir doch. Ja. So, was gibt's hier Schönes? Und ich glaube, wir müssen sowieso jetzt irgendwas rauswerfen. Denn wir bekommen gleich etwas Schönes. Hier, die Nummer mal erforschen. Auch wenn wir die schon haben, aber wenn er es unbedingt so will. Ja. Wunderbar. Oh, wir haben noch was. Dann machen wir das doch. Ja, ich glaube, wir haben eins gekriegt von der Spinne, ne? Eins hat man gefunden im Regal und eins haben wir von der Spinne bekommen. Okay, also hier scheint es erstmal nichts zu geben. Ich würde mal hier hochgehen. Es ist lange her und hier haben wir nämlich den müssen wir mitnehmen. Unseren schönen, was ist das? Blumenkohl oder was? Keine Ahnung. Okay, und da geht's auf, ja. Sehr schön. Hammerhart. Echt schön. Kann man nicht meckern. Na? So, jetzt muss ich mal gucken. Die wird bald aufgebraucht sein. Das können wir so machen. Die kommt hier rüber. Brauchen wir die unbedingt? Ich denke schon. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Das könnten wir bekommen, das könnten wir bekommen. Das ist wichtig, das können wir auch bekommen. Deswegen würde ich es gerne so machen. Und dann können wir hier... Hätten wir da hinten anfangen können, das ist egal. Fangen wir jetzt hier an. Weil da können wir besondere Smoothies damit herstellen. Die sind extrem gestärkt. Nehmen wir auch mit. Und ich habe sie in meiner ersten Staffel habe ich sie nie verwendet, weil sie mir zu schade waren. Heute sieht das schon ganz anders aus, da die Welt hier erheblich härter geworden ist. Okay, das passt. Ja, hätten wir die Forschung geholt, dass wir uns hier so ein Molaren, dass wir hier mehr von denen lagern können, na, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Das wäre vielleicht mal, was wir uns in der Zukunft überlegen können. So, aber mitnehmen können wir jetzt erstmal nichts mehr. Eventuell können wir den Zahn noch raushauen. Brauche ich den Zahn? Weiß ich nicht. Eigentlich wäre es schade drum. Ne? Bei den Spinnen muss ich dann nichts beachten. Da brauche ich bloß den Schlüssel holen. Dann kriege ich den Molaren und dann kriege ich den Goldmolar ist dort drin in der Kiste. Das ist nämlich neu. Und ich bekomme... Schön. Und ich bekomme dort drin dann den Chip. Ja, das müsste eigentlich alles sein. Na, geh. Willst du nicht? Ach, und da sind wir draußen. Das ist ja schön, aber da bin ich ja am, na ihr wisst schon, am Ende. Das will ich ja gar nicht. So. Ich will doch was ganz anderes. So. Dann tauschen wir das hier. Let's see what's sneaking around here.
Ich muss mal ganz kurz das tauschen, weil ich will die Lampe nicht so vor Hunzen. Von der anderen Seite her ist es ja eigentlich egal. So, von wo sind wir denn gekommen hier? Von da. Denn ich muss ja noch mal raus. Ja, in den Schuhen lässt sich es natürlich nicht ganz so gut laufen, ne? Aber was soll's. So, und jetzt geht's darum, den zu holen. Und ja, wie auch immer wir es anstellen, ich hoffe, es funktioniert. Oh wow. Wo ist denn die jetzt hin? Komm her hier. So. Haben wir noch genug Luft? Es sollte passen. Hier geht's rein und toi toi toi. Ich nehme mal die andere Ansicht. So, da haben wir den Schlüssel nämlich schon. Ich habe auch hier keine Zeit zu verweilen, denn hier sind immer sehr viele Spinnen. Oh, was ist los? Komm, mach los. Schwimm. Das Problem ist, wer meine erste Staffel kennt, der kann sich das gerne mal angucken, was hier unten in der ersten Staffel passiert ist. Also, wenn das irgendwie perfekt laufen kann, lief das überhaupt nicht perfekt. Ja, das ist es leider gewesen. Es lief keineswegs perfekt damals, der Ausflug. Der war echt heftig. Und naja, was soll ich sagen? Okay, wir hätten jetzt theoretisch noch was frei. Ich könnte jetzt von dem Zeug noch was mitnehmen. Wo waren wir denn? Irgendwo mussten wir hoch. War das hier? Nee, dann war es ja da drüben. Wir machen das einfach trotzdem nochmal. Ich nehme dann noch was mit. Die Fackel wird hier gleich das Ende segnen, die andere werde ich rausschmeißen. Ja, die werde ich auch verbrennen. Und dann können wir nämlich von dem, was ich hier abgeworfen habe, noch was mitnehmen. Na, sag mal, Bärenleder kann man immer gebrauchen. Ist jetzt nicht gravierend wichtig, aber auch hier das Quarzit. Wobei das Bärenleder jetzt nicht unbedingt meine Priorität hat, ne? Ich werfe mal kurz die Schaufel ab, um das hier wegzuräumen. So. Sehr gut. Und dann passt das. Wunderbar. So, lassen wir's. Und dann geht's los. Also wunderbar, da haben wir den Schlüssel. Also es ging wirklich gut. Es ging wirklich gut. Da bin ich sehr erfreut. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, den Unterwasserbereich erstmal soweit hier erledigt. Es gibt oben noch eine kleine Grotte. Die können wir uns noch antun. So, warte mal, das... wo ist denn die jetzt? Die kommt dahin. Und die wird verschrottet. Okay, kein Abfall in die Meere. So, jetzt möchte ich erstmal schauen, wo wir hin müssen. Da müssen wir nicht hin, wir müssen da hin. Ach ja. Oh, halt. Da kann ich nicht widerstehen, das tut mir leid. Wenn das so da liegt. Eine Minute 40. Hm, müssen langsam ein bisschen Ballett machen. So. Geöffnet haben wir. Da ist ein Goldner. Yeah. Und den Chip haben wir. Sehr gut. Wunderbar. Nehme ich auch noch mit. Ist aber jetzt auch, glaube ich, der letzte.
Denn jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben noch eine Minute. Das passt ganz gut. Essen, Trinken passt auch. Sauerstoff und dann zurück. Und während wir hier von Sauerstoff warten, können wir mal auf die Uhr schauen, wie spät das eigentlich ist. Wow. Die ist schön an uns vorbei. Macht aber auch nichts. So, schauen wir mal. Es ist 22 Uhr. Ihr seht also, die Folge ist ein bisschen länger geworden. Und da sind irgendwie die Spinnen. Nö. Nee, nee, du. Lass mal. So, wo sind wir denn hier? Komme ich hier raus? Bestimmt nie. Hier sind wir. Okay. Gut. Ja, ich tue die Lampe jetzt verbrauchen. Wie gesagt, Wasserausflug ist ja jetzt erstmal erledigt. Ich hätte natürlich mit euch noch was anderes gemacht, aber das werden wir dann morgen früh machen. Denn ich weiß nicht genau, wo es ist. Muss ich mich erst nochmal schlau machen. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, aber es könnte durchaus sein, dass wir es suchen müssen. Ja. Und ich sehe hier, dieser grüne Schein ist hier eigentlich für das normale, für die normale Erdoberfläche, sage ich mal, ist sie nicht unbedingt von Vorteil. Ja. So, Freunde. Wir sind erfolgreich. Wir schauen noch mal rein. Wir haben die sechs Muscle-Sprouts. Wir haben Ruderwanzenflossen oder wie die heißen hier. Ruderwanzenflossen, genau. Dann haben wir endlich mal ein paar Wasserspinnenbrocken. Da wäre sogar eine Waffe möglich. Und zwar, muss ich kurz schauen. War das bei Werkzeuge? Ja. Ich glaube, der Dolch, jawohl. Für den Dreizack bräuchten wir noch eins mehr. Ja. Aber ich glaube, wir haben trotzdem das mit der Spinne ganz gut gemeistert. Da bin ich eigentlich schon. Ja, mehr oder weniger begeistert. Und ich meine, hätte man das gehabt, dann wird man die sogar noch leichter kriegen. Ne? Dann wären es vielleicht plus vier Schläge. Ich weiß nicht, was wir gebraucht haben. Sechs, sieben, acht. Ja, wie auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, hinterlasst doch gerne mal ein Like. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und auf bald. Macht's gut.